Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Insurgents in der Nuzlocke. Beim letzten Mal ist die Welt untergegangen und wir haben uns daraufhin drei neue Pokémon fangen müssen, um unser Team aufzufüllen. Das heißt, wir sind sehr wässrig unterwegs. Und weil wir so wässrig unterwegs sind, würde ich sagen, wir leaden lieber nicht mit einem Wasser-Pokémon. Wir gehen mal eben schnell übers Team. Wir haben Mango, unseren Psychic-Type, unseren Starter. Wir haben Flexi. Flexi hat immer noch gar keine Moves. Flexi ist absolut shit. Wir haben Zabarion, Huge Power Meryl, cooles Ding. Bald Luminion? Wann entwickelt sich eigentlich? Wie heißt du? Finneon, genau. Wann entwickelt er sich? Man weiß es nicht. Jolly mit Storm Drain. Wir warten noch darauf, dass wir, wenn wir irgendwann Waterfall kriegen, hoffentlich, können wir damit arbeiten. Dann haben wir Nagisa, unser Shellder. Mit Skill-Link und in einem Attack-Stat. Leider der absolut schrecklichste Speed, den man sich vorstellen kann. Aber da kommst du nicht dran vorbei. Ich möchte mit Mango leaden, weil ich habe drei Waters. Das heißt, ich werde genug Möglichkeiten haben, Waters einzuwechseln. Und ich will nicht jedes Mal, wenn ich was anderes als ein Water brauche, Mango einwechseln müssen. Von daher, so, du bist ein Trainer oder schenkst du mir was? Auf jeden Fall ist das ein wildes Pokémon. Speedy-Zahl. Sehr froh, dass ich das nicht bekommen habe. Absolut genial, dass ich das nicht bekommen habe. Der ist tatsächlich, was Battling angeht, gar nicht mehr so strong. Bist du ein Trainer? Especially breathless Pokémon to be strong. Okay, ich habe diese Pokémon extra gezüchtet, damit sie stärker sind als andere. Sie sind genetisch besser. Okay, du bist ein Trainer, aber warum kam denn da diese Bildbegrenzung quasi nicht? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Pick Knight im Lead. Okay. Go Mango. Wir treffen dich sehr effektiv und ich bezweifle, dass du mich one-hitten kannst. Guter Schaden. Confused, hau dich mal selbst. Komm, mach mal bitte. Mach mal bitte, dann sind wir Full HP. Nee, Flame Charge. Okay, der könnte... Ja, habe ich mir gedacht, dass das weh tut, weil der ist gerade in Großbrand-Range. Zum Glück haben wir einige Waters. Ich wechsle mal auf Nagisa. Nagisa ist der physisch defensiv tankieste Water, den ich habe. Let's go, Nagisa. Get him. Wechselt aus auf Servine. Ich wurde outplayed. Mayday, ich wurde outplayed. Ich gehe auf Flexi. Meine einzige Grass Resist. Let's go, Flexi. Ich glaube an dich. Leaf Tornado. Aua. Nicht sehr effektiv. Und es hat meine Accuracy nicht gedroppt. Das ist gut. Ich gehe für Leer, weil mein Damage Output nicht vorhanden ist. Hat er gerade Drap gemisst? Nice. Dankeschön. So, Servines Defense fell. Und jetzt würde ich einfach anfangen, mit Peck anzugreifen. Der ist sehr effektiv. Das sollte hier unsere stärkste Option sein. Wir kriegen hier gerade einen Boost durch Rivalry. Wir sind nämlich tatsächlich beide männlich. Also hoffe ich, dass das schon für ein Tool reicht. Ganz knapp nicht. Unangenehm. Ich bleibe aber bei Peck. Es sollte meine stärkste Option sein. Da kommt noch ein Growth. Ah, ich hätte gerade nochmal die Defense droppen sollen. Weil jetzt hat er nämlich... Jetzt habe ich hier einen Notdünger-Range gebracht. Fuck. Ich hätte nochmal die Defense droppen sollen. Bitte geh nochmal für Growth. Geht für Rap. Okay, dann ist egal. Dann ist egal. Rap wird nicht von Notdünger geboostet. Okay, Servine weg. Jetzt kommt das Pick Knight wieder rein. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich schneller bin als Pick Knight. Pick Knight ist halt nicht schnell. Pick Knight war aber... Nee, es war langsamer als Mango. Flexi, wie war dein Speed? 27. 29. Wir haben 28 Defense. Ja, wir werden wahrscheinlich so oder so einen Hit überleben. Heißt, ich gehe mal für Peck. Okay, ich bin auch schneller. Also Pick Knight weg. Critical Hit hat nicht gemattert. Wir sind immerhin Rivalry boosted. Hey Flexi, kannst du bitte irgendwie mal einen Move lernen? Level 18. Das ist kein Move. Schade. Schade, schade. Schokolade. Das nächste, was Cap ist, wahrscheinlich wirklich Level 25 für die erste Arena. Ich dachte Level 25 wäre mein erstes Cap, aber offenbar war halt dieses Turnier hier in Midna Town das erste Cap mit Level 17. Machst du nix. Aber nächstes Cap ist auf jeden Fall 25 und wir können ja nicht overleveln. Es geht ja gar nicht. Von daher alles in Ordnung. Also in der Theorie geht's schon, weil man kriegt ja ein XP dann immer noch. Also wenn man gar nicht, wenn man super viel Zeit hat, kann man in der Theorie overleveln. Aber so viel Zeit habe ich auch nicht. Also das lassen wir mal lieber. Man könnte allerdings EV-Training dann machen, wenn man keine Level mehr bekommt. Das wäre eine Option. Tatsächlich. Okay, aber weiter geht's. Weiter geht's. Weiterhin schön Mango vorne haben. Drei Waters in the back.
Aber warum hat er ausgewechselt an dem Punkt? Welchen Grund hatte die AI, um sich zu denken, boah, Verkokel muss ich jetzt auswechseln? Das erschließt sich mir gerade nicht so sehr. Bist du ein Trainer? Ja. Hallo. You're up against Youngster Michael. Du kämpfst jetzt gegen Youngster Michael. Gegen Teenager Michael. Tut mir leid, du hast keine Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Chance habe. Pidgeotto. Okay. Ich glaube, ich möchte hier einfach tatsächlich auf Nagisa wechseln. Nagisa ist halt tanky auf der physischen Seite, ne? Und Nagisa hat... Geht für Sand Attack, unangenehm. Nagisa hat, Icicle Spear. Sand Attack nochmal. Okay, können wir bitte treffen, Nagisa? Nice. Und das ist Skill Link, also das sollte in der Theorie killen. Na, wird knapp, aber doch, killt. Siehste mal. Gut gemacht, Shelder. Großer Fan. Guter Damage Output. Nächstes Pokémon. Helioptile. Okay. Elektro-Typ. Das ist jetzt unangenehm. Ich gehe auf Mango. Helioptile ist männlich, also ich könnte den Double kicken. Wenn es soweit kommt. Thundershock macht. Para, du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Die gehen für Leech Seeds. Charge. Können wir bitte Leech Seeds hitten? Das boostet nur die Speed Def, also ist nicht super schlimm, aber. Okay, wir haben Leech Seeds gehittet. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann greife ich ihn mal an mit Psybeam. Quick Attack, ja, das macht halt nothing. Critical Hit, okay, so macht's schon ein bisschen mehr. Ist ja auch eine Stab-Quick Attack, ne? Ich mag Helioptile, ja. Heliolisk finde ich auch sehr cool. Also, ich hätte nichts dagegen, so eins zu haben, auch wenn die natürlich ziemlich fragil sind. Kommt noch ein Charge. Charge boostet halt einen Turn, nachdem man gecharged hat, einen Electric Move. Also, habe ich jetzt nicht so viel Angst vor. Und Helioptile geht auch down. Level 18 für Mango. Nagisa kriegt XP und, nice. Haben wir Items, um Mango eben zu heilen, damit ich nicht wieder ganz zurücklaufen muss? Stimmt, wir haben TMG Turn. Stimmt, die haben wir ja bekommen. Kann ich die eben... Die kann ich ja allem beibringen. Hier, Flexi, du kriegst Return. Du magst mich bestimmt. Kann ich Cut runternehmen? Geht das? Passt auf, Leute. Wir gehen jetzt zurück ins Pokémon Center. Nehmen Cut von Flexi runter und geben Flexi dann Return. Also nochmal kleine Weltreise. Ich kann den Speed ja währenddessen mal anmachen. Dann seht ihr mal, wie das aussieht, wenn man speedet. Das Spiel hat 4 Speedstufen, die alle dasselbe machen. Ungefähr. Also macht hier nicht großen Unterschied. So, heil meine Pokémon. Und ich habe auch auf der Wiki gelesen, weil es gibt ja... die meisten VMs wurden ersetzt. Es gibt Cut noch als VM. Aber tatsächlich macht Cut nichts. Also es gibt keine Zerschneiderbäume. Von daher nehmen wir Cut jetzt hier wieder runter. Ja. Kein Cut mehr, sehr schön. Und dann nehmen wir stattdessen Return. So, und wir können... Return generell ein ganz geiler Move. Den geben wir jetzt Zabarion noch, weil Zabarion mit einem physischen Move ist ganz nice tatsächlich. Wir nehmen dafür Helping Hand wieder runter. So, jetzt haben wir auch auf Zabarion einen brauchbaren physischen Move. Wir tun Zabarion gleich mal in den Lead. So, und dann speeden wir wieder zurück in unsere Welt. Dahin, wo wir hinwollen. So, und wieder normaler Speed. So. Siehste mal. Alles Ingame-Feed. Was? Almost there, Grunts. Was passiert hier? Nichts. Okay, was ist da oben? Was ist da oben? Gehen wir da gleich mal hin. Da dürfen wir nicht weiter, offenbar. Was ist deine Mission? Du bist ein Trainer. Ich bin so stark, wie es geht. Wir gehen aus dem Weg oder du wirst verletzt. Alter, ich verletze dich jetzt. Bitte leade nicht mit Poison-Types. Flabébé. Das ist kein Poison-Type. Und es ist sehr cute. Geh für Return. Ich will hier nicht rolloutn. Ich weiß halt nicht, was er für Mons hat. Und das ist ein Huge Power Return. Der macht nichts. Der Return macht gar nichts. Geh für Lucky Chan. Das können wir ihn nicht mal mehr kritten. Ich drücke aber weiter ein paar Returns. Vine Whip ist sehr effektiv, aber ist halt physisch und non-stab. So. Und jetzt würde ich sagen, ich nutze die Gelegenheit und wechsle aus, um den dann mit einem anderen Mons zu killen. Ich kann Flexi mal eben reinholen. Ah, fuck, das Flabébé ist weiblich. Ja, okay, Flexi war eine doofe Idee. Aber Flexi resistet immerhin die Moves von dem Ding.
Also nicht ganz schrecklich. Ich muss die Move-Order auch wieder ändern. So, die Turn. Flexi sollte ordentlich Friendship mit uns haben. Wir haben Flexi immerhin schon ziemlich lange. Also macht die Turn auch ganz gut Schaden. Das ist halt das Problem auf Meryl gerade, ne? Wir haben Meryl noch nicht so lange, deswegen ist die Friendship gerade nicht so hoch. So, du bist Normal Fairy, aber ich bleib bei Return. Das ist ganz guter Damage. Play nice. Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Lucky Chant ist vorbei, also es ist wieder critbar. Wir bleiben weiter bei Return. Nochmal Play nice. Nee, ich spam Return, bis du dead bist, ja? Ich bin ganz happy damit, dass wir noch keinen Cube Charm abbekommen haben. Critical Hit. Okay, Jigglypuff weg. Ist das nochmal ein Level Up für Flexi? Flexi ist Level 19. Ist das ein Move? Es ist kein Move. Flexi lernt nichts. Aber Nidorino lernt auch erst super spät die guten Moves. Also es kann ja Poison Jab per Level ablernen. Aber das ist irgendwie Level 40 oder sowas. Irgendwas Absurdes. Also sobald ich die Möglichkeit habe, ich benutze hier das Zeug mal, ne? Ich habe gar keine Paras. Unangenehm. Super Potions habe ich nur eine. Tja, meine letzte Super Potion. Ja, also an dem Punkt, an dem Dorino gute Moves lernt, ist es halt besser, einfach schon mit dem Mondstein entwickelt geworden zu sein, zu Nidoking und TMs gelernt zu haben. Also, so, Ancient Ruins. Hier habe ich Encounter. Ich finde die Musik gerade ein bisschen irritierend. Ich gehe mal auf Siki wegen den Ancient Ruins und gucke, ob ich hier lieber was angeln sollte oder ob es hier bessere Optionen gibt, ne? Also lass mich mal eben nachschauen. Ancient Ruins. Pokémon. Also im Gras kann man Riolu kriegen? Welches Gras? Hier ist doch gar kein Gras. Oder wenn man da reingeht wahrscheinlich. Hier kann man reingehen. Also man kann Riolu kriegen, aber erst... Das ist Tesseract. Wenn Mew zu Celebi werden kann... Kann es das schon? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann könnte man hier nämlich einen Delta Geodude kriegen und das sieht ziemlich cool aus. Was hat denn das für ein Typing? Psychostein. Okay, interessant. Nee, also aktuell haben wir die Möglichkeiten, uns hier entweder einen 100% Carpador zu holen oder wir gehen rein und kriegen Sandan, Geodude oder Tyroke und vielleicht Riolu, wenn wir halt vorher die Grunts besiegt haben. Wie stark sind diese Grunts? Das sind Water Grunts und die sind gar nicht mal so weak. Oh. Hm. Naja, wir müssen ja sowieso rein. Also ich würde sagen, wir kümmern uns um die Grunts und danach fangen wir uns, versuchen wir in Riolu zu fangen. Wenn wir es nicht kriegen, dann Pech gehabt. Magic Cup wäre natürlich auch cool, aber ich glaube, ich hätte gerade gerne ein bisschen Type Variety in meinem Team. Aber bevor wir da reingehen, ich glaube, ich gehe ein paar Tränke kaufen. Ich hätte ganz gerne ein bisschen Type Variety in meinem Team und nicht im vierten Water Type. Obwohl Gyarados natürlich sehr geil in der Arena wäre. Tatsächlich. Das sind Pflanzen- und Feuertypen, also Gyarados wäre eigentlich optimal. So, ich kann nur normale Potions kaufen. Das ist ein Scam. Ich nehme mal 10 Stück davon. So, dann halt mich gerade nochmal, wenn ich eben schon hier bin. Und dann gehen wir rein in die Ruinen. Ach, Wasserruinen. Warum müssen das denn Wasserruinen sein? Warte mal, gibt's da nur eine Grunt? Offenbar. Ach, es gibt ein einzige Grunt hier. Gegen die man kämpfen muss. Okay. Und natürlich wird mir das Team von dem Typen gezeigt, weil der offenbar super strong ist. Ja, genial. Okay, dann wollen wir da mal hin. Dann ich suche mir schon mal mein Lead aus und der ist auch Level 19 auf diesem auf dieser Difficulty. Ach du Scheiße. Okay. Was lead ich denn da am besten? Sieht so aus, als wäre ich der beste Lead hier.
Ja, Skrelp ist einfach super böse. Und es kann natürlich Venoshock und Shockwave. Also es trifft wirklich alles bei mir. Flexi wahrscheinlich meine beste Option gegen den. Natürlich die Frage, ob es männlich oder weiblich ist, ne? Mal Mango die vorher reinkriegen, ist unwahrscheinlich. Wäre natürlich cool, wenn ich U-Turn hätte. Die könnte ich Finneon beibringen. Ich meine, wenn ich schneller bin als Horsey. Water Jam Corphish auch. Ach du Scheiße. Hat auch Dick. Lass mich mal. Ich muss hier gerade eine Strategie mir überlegen, wie ich das mache. Mango im Lead. Dann könnte ich halt Turn 1 direkt für Hypnose gehen, hoffen, dass ich die hitte. Wenn ich die nicht hitte, ist traurig. Wie viel Accuracy hat Hypnose in diesem Spiel? 60. Aber ich glaube halt, das ist mein einziger Weg, weil ich halt irgendwie einen Mon drin haben muss, das in der Lage ist, Scrap zu killen. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Das Corphish hat Sword Stance auch noch. Und Aqua Jet mit Water Gem. Also. Corphish wird schwierig. So, ich würde sagen, wir gehen da rein. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit? Können wir irgendjemandem... Wir haben doch TMs. Passen wir auf. Wir haben doch TMs. Wie sieht es mit Workup aus? Kann das hier gerade jemand lernen? Zabarion könnte Workup lernen. Zabarion resistet alle Moves von Horsey. Wie schnell ist Skrelp? Pokewiki, sag mir, wie schnell Skrelp ist. Pokewiki. Hat Base 30. Und wie viel Speed hat Meryl? Meryl ist ja auch nicht schnell. 40. Meryl könnte schneller sein. Das heißt, wenn ich direkt anfange zu rolloutten, könnte ich potenziell mit Meryl einfach durchböllern. In der Theorie. Ich glaube, das ist der Play. Wir lassen das mit Workup auch tatsächlich einfach sein. Kein Workup. Wir probieren mit Meryl. Weil Meryl halt Aurora Strahl, Octazooka und Signet Beam resistet. Probieren wir mit Meryl. Dadurch zu ballern. Wie waren die Speed-DVs von Meryl? Wir waren minus Speed-Nature. Nee, Meryl wird langsamer sein. Nee, ich bleib beim Mango. Ich bleib beim Hypnoseplan. Wir haben hier noch Items, das ist ganz schön. Können wir mal irgendwie Held-Items haben? Irgendwas, das ich Mango geben kann, damit die Psychic-Moves ein bisschen stärker werden? Oder um Hypnose zuverlässiger zu treffen? Das wäre ganz cool. Hallo ihr. Ja, rein da, ne? Hallo. Hahaha, wir haben dich umzingelt, Riolu. Es gibt keinen Weg wegzulaufen. Hör auf zu rennen, Riolu. Du bist jetzt unser. Was tut ihr? Kannst du nicht sehen, dass du ihm Angst machst? Hä? Wer wagt es, sich in den Weg des Erbüsselkults zu stellen? Könnt ihr zwei euch eben drum kümmern, wir haben mal Riolu zu fangen. Ich hoffe, du bist bereit zu verlieren. Der Büsselkult wird dich hier und jetzt vernichten. Ja, probier's doch. Mit deiner Primal Kyogre PNG. Okay, Büsselkult startet mit Horsey. Ja, habe ich gewusst. Und wir gehen rein mit Hypnose. Es ist schneller und geht für Rain Dance. Oh nein. Hypnose gehittet. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Der Regen fällt. Wir gehen für Psybeam.
Erster Sleep Turn. Wir kriegen den Two-Hit. Bitte schlaf weiter, Horsi. Horsi ist aufgewacht. Horsi geht für Octazooka und Horsi misst. Yes! Okay, okay, Mango. Okay, Mango. Let's go. Horsi ist dead. Horsi ist dead. Gib mir Scrap. Gib mir Scrap. Scrap kann mich sehr effektiv treffen. Es gibt mir Scrap. Ich gehe direkt für Psybeam. Ich bin schneller. Bitte sag mir, das ist ein One-Hit. Es ist kein One-Hit. Fuck. Scrap, don't do it. Venushock. Lebe, Mango. Mango lebt. Ich bin schneller als Scrap. Ich kann Scrap jetzt killen. Okay. Heißt, einziges Mon, das noch lebt, ist Corphish. Corphish, Riesenfett. Absolut riesiger Fett. Weil es Aqua Jet kann und Sword Stance. Und es hat Adaptability. Hallo, Corphish. So, Corphish. Du solltest für Aqua Jet gehen. Kann ich hier reinholen? Wir haben Attract. Ist das Corphish männlich? Das Corphish ist weiblich. Unangenehm. Könnt auch in Nagisa gehen. Und den Supersonicen. Und ich habe auch Protect, um um Dick aus dem Weg zu gehen. Ich gehe in Nagisa. Ich würde natürlich lieber erst Leech Seeds legen, aber ich habe Angst, dass Mango dabei stirbt. Ich gehe in Nagisa. Aqua Jet. Okay, den taken wir. Water Gem, Aqua Jet. Wir haben Fistef ohne Ende. War das gerade Papierflieger? Sah interessant aus. So, wir gehen jetzt für Supersonic. Du wirst hier SD'en, probably. Der geht für Excisor. Wie macht das? Viel. Es macht viel. So, Corphish ist jetzt confused. So. Und jetzt gehen wir für Icicle Spear. Corphish ist confused und Corphish setzt Excisor ein. Trifft. Unangenehm. Icicle Spear macht so gar keinen Schaden. Hit 5 times. Ich habe halt Angst vor Dick, wenn ich jetzt auf Flexi gehe. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich gehe jetzt auf Flexi. Gut, Flexi. Water Gem ist auf jeden Fall weg. Snapped out of confusion. Unangenehm. Und da kommt der Aqua Jet. Für wie viel Schaden? Viel. Viel auf jeden Fall. Ich gehe jetzt für Return. Da kommt noch ein Aqua Jet. Den sollten wir aber taken. Ja. Wir machen halt keinen Schaden, weil das Ding halt weiblich ist. Was soll der Mist? Okay, ich gehe auf Zabarion. Flexi, that's enough. Los geht's, Zabarion. Du resistest alles außer Dick. Nicht sehr effektiv. Und jetzt geh für Defense Curl. Geht für Sword Stance. Oh nein, ich hab Dick erwartet. Ich hab Dick erwartet. Hier kommt mein Defense Curl. Der sollte für Dick gehen. Ich gehe für Return. Es geht nochmal für Sword Stance. Oh fuck. Oh fuck. Ich gehe nochmal für Return. Excisor, wie viel? In der Theorie leben wir noch einen. Gehen wir nochmal für Return. Excisor kommt. Wir stehen noch. Bitte kill einfach Zabarion. Tu es. Shit. Wir müssen Mon sacken, damit ich den Kill holen. Und wenn ich einen Mon sacken muss, dann würde ich lieber am liebsten Nagisa sacken. Weil ich kann da nicht Aqua Jetten. Das ist so das Ding. Ich geh auf Nagisa. Aqua Jet, RIP Nagisa. Fuck! Gehen wir in ich sind immun gegen Aqua Jet. Ich hätte direkt auf den Aqua Jet in ich gehen können. Aber hätte halt nicht Aqua Jet gedrückt, wäre halt Big Rip gewesen. So, wir gehen für Gast. Und das sollte Corphish killen. Und wieder ein Mon verloren. Oh, wir sind schon am Level Cap. Von Level 19. Ist der hier das Cap gewesen? Kann sein. Wie konntet ihr verlieren? Ihr zwei habt die besten Pokémon, die wir haben. Warum muss ich immer hinter euch aufräumen? Ich werde mich gleich selbst um sie kümmern. Aber jetzt bin ich hinter diesem Pokémon her. Krrr. Hallo, Lucario. Oh, wie süß. Aber deine Mutter werde ich nicht retten können.
Jetzt, schnell, Rüpel. Ihr habt die Gerüchte über dieses Lucario gehört. Ihr wisst, warum wir hier sind. Wir müssen es schnell fangen, bevor es... Oh nein. Grrr. Wie? Das ist unmöglich. Das sollte nicht möglich sein. Schnell. Weg hier. Wir können kein Mega-Lucario handeln. Grrr. Lucario. Ich bin nur hergekommen, weil ich gehört, weil ich über diese von den Ruinen gehört habe. Und ich dachte, es wäre interessant zu. Sie wären interessant zu erkunden. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig gekommen bin. Diese Leute waren vom Abyssal-Kult. Von dem, was ich mir. Die sind ziemlich ähnlich zu Team Aquaf aus Höhen. Sie versuchen, das legendäre Kyogre zu fangen. Mega-Entwicklung, hä? Ich hab davon gehört. Verstehe es nicht ganz, aber. Es scheint eine Form zu sein, in der Pokémon noch stärker werden als vorher. Aber ich erinnere mich daran, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es ein enges Band zwischen Trainer und Pokémon benötigt. Ich frage mich, wie das Lucario gerade in der Lage war, das zu tun. Ich muss das weiter erforschen. Ich sehe dich irgendwann, Felix. Vergiss nicht, wir machen immer noch ein Rennen nach Suntouch City. Ja, ich drehe jetzt erstmal um und bringe meine Leichen zum PC. Also meine eine Leiche. RIP Nagisa. Aber irgendwas musste ich zacken. Und Finneon durfte ich nicht zacken. Finneon wäre in der Theorie das Pokémon gewesen, das ich am ehesten gesackt hätte. Aber Finneon war auch das einzige Pokémon, das nicht zu Aquajet gedroppt wäre. Also konnte ich nicht hart in Finneon gehen. Da hätte er irgendwas anderes gedrückt. Excisor meinetwegen, wie er es vorher die ganze Zeit gegen Meryl aus irgendeinem Grund gemacht hat. Oder, Schaufler. Schaufler wäre nicht so tragisch, da hätte ich immer noch was anderes zacken können. Aber hätte er Excisor gedrückt, wäre Big Rip gewesen. Da hätte ich einfach verloren gegen das Corphish. Außer es hätte aus irgendeinem Grund irgendwann nicht Aquajet gedrückt. Haben wir wieder ein Water weniger. So. Shellder. Und der eine Water, der eine gute Defense hatte. Ich meine, die anderen beiden sind nicht bad. Also, ja, Finneon ist schon ziemlich bad, aber ne, es ist spielbar. Aber so tanky halt nicht. Wobei das Typing halt auch scheiße ist von Austausch später, also. Azumarill wird am Ende schon nochmal, wäre am Ende schon das Beste von ihnen gewesen. Und wir werden jetzt auch Azumarill lieben, denn wir gehen jetzt einen Pokémon fangen in den Ruinen. Haben wir ja noch die Option zu. Und es gibt jetzt auch eine Chance, dass wir da einen Riolu kriegen. Aber wollen wir mal sehen, ne? Wollen wir mal sehen, was wir da bekommen können. Ich meine, die Optionen sind nicht super bad. Rabauz wäre doof, aber Rabauz sollte sich auf Level 20 entwickeln. Da sind wir bald dran. Also, wir könnten uns dann relativ früh so ein Hitmon halt holen. Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop. Wahrscheinlich Hitmonlee, das ist das Einfachste zu kriegen. Was ist das denn? Ist das Charcoal? Ja. Ja, zum Glück haben wir so viele Feuertypen, ne? Können wir sehr viel anfangen mit der Charcoal. Eine Super Potion. Endlich haben wir Held-Items. Hätten wir gebrauchen können. Sonderbonbon, cool. So, wir gehen hier ins Gras, ne? Und es ist ein, unser Encounter ist Sandan. Ist auch nicht bad, ist auch nicht bad. Kann man mitarbeiten. Wir drücken auf Return. Rapid Spin. Okay. Ich habe mir sagen lassen, Rapid Spin soll in der zweiten Arena cool sein, weil das da, weil die da mit Dingens ankommen. Mit Sticky Web. Also, ich werde den Rapid Spin von Sandshrew wohl erstmal nicht runternehmen. So, dann werfen wir mal einen Pokéball. Gib mir das Sandan. Eins, zwei, drei. Und wir haben Sandan gefangen. Jetzt brauche ich noch einen Namen für das Sandan, ne? So, Nicknames. So, Boden haben wir niemanden mehr. Von daher nenne ich das Sandan Packy. Hier hat man auch unter alles. So, gucken wir uns Packy mal an.
Calm Nature ist minus Attack. Was ist denn hier los? Warum sind meine Wesen alle so ass? Außer Modest. Das ist ziemlich nice. Sandvale. Dafür sind die DVs solide. So, nochmal Rollout, weil ich habe ja noch nicht genug Rollout-Pokémon. Generell sollte jeder Rollout können. Wenn du keinen Rollout kannst, bist du halt einfach ein schlechtes Pokémon. Zum Glück haben wir genug Hearthstones für den ganzen Mist, ne? Können wir immer Rollouten. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal wieder los trainieren. Ne, nevermind. Wir gehen erstmal die restlichen Hüllen hier ab und nehmen die Items mit. Hier haben wir Noten an der Wand. Da können wir noch nichts mitmachen. Hier haben wir eine TM und zwar haben wir Silverwind. Ja, sehe ich jetzt nicht so sehr. Ist halt Käfer Ancient Power, ne? Gras. Ein Superschutz. Hallo, Superschutz. Die ist nur normaler Repel. Ist ja langweilig. Das sind alles Zertrümmerersteine, die man hier aber nicht zertrümmern kann. Warum auch immer man das hier nicht kann. Da haben wir einen Spelltag. Hätten wir jetzt Geister, könnten wir damit Dinge tun. Haben wir aber nicht. Und hier drüben haben wir einen Supertrank. Cool. Jo, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Ausbeute. Ich hätte gerne endlich irgendwie Items, die ich nutzen kann. Und da oben kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich ein Lucario-Need oder so. Wenn ein Mega-Lucario rumrennt, dann ist das ein Lucario-Need. Okay, dann beende ich den Part erstmal. Ich trainiere mein ganzes Team auf Level 19. Wir sehen uns dann. Ciao.